Möchtest du wissen, was Liebhaberei ist? Oder hast vielleicht vom Finanzamt gerade einen Brief bekommen, der dir Liebhaberei unterstellt? Was das genau ist und worum es bei diesem ganzen Thema geht, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und rund um das Thema Liebhaberei gibt es immer eine ganze Menge an Diskussionen und Streitereien zwischen Selbstständigen und Finanzämtern. Doch was ist eigentlich diese Liebhaberei? Das Wort klingt ja erstmal relativ nett, ist es aber tatsächlich faktisch einfach nicht. Liebhaberei ist eine Selbstständigkeit, bei der das Finanzamt die Gewinnerzielungsabsicht in Frage stellt. Das Finanzamt glaubt dir nicht mehr, dass du diese Selbstständigkeit ausführst, um tatsächlich Gewinne zu erzielen. Und das führt dann dazu, dass das Finanzamt dir untersagt, Betriebsausgaben geltend zu machen. Das heißt, du darfst einfach gar keine Kosten mehr ansetzen und auch Verluste eventuell steuerlich nicht mehr geltend machen. Liebhaberei kann übrigens in allen Bereichen der Selbstständigkeit auftreten. Also es ist vollkommen unerheblich, ob du freiberuflich angemeldet bist oder als Gewerbebetrieb oder ob du Vermietung und Verpachtungseinnahmen hast oder ob du eventuell Land- und Forstwirt bist. In all diesen Bereichen kann das Finanzamt dir Liebhaberei unterstellen. Besonders häufig ist das aber immer dann der Fall, wenn ein persönliches Interesse und eine persönliche Leidenschaft mit beruflicher Tätigkeit miteinander verschwimmt und das nicht so ganz klar voneinander zu trennen ist. Der eine große Bereich, wo ich das relativ häufig beobachte, kann, sind zum Beispiel Coaches oder sind zum Beispiel Ernährungsberater oder Yogalehrer. Man startet irgendeine Ausbildung aus persönlichem Interesse und aus dem Interesse, sich selbst weiterzuentwickeln, in der Hoffnung, dass man danach anschließend vielleicht auch irgendwie Geld damit verdient. Wenn man dann aber anschließend keine Kunden findet und gar keinen Gewinn macht und gar keine Einnahmen generiert, dann kann das Finanzamt immer hingehen und sagen, naja, das Ganze war eher ein Hobby. Ein zweiter großer Bereich, wo das relativ häufig auftritt, ist so der ganze Do-it-yourself-Bereich. Das heißt, wenn du gerne malst oder bastelst oder häkelst oder strickst, all diese Dinge, wenn du das gerne machst und Dinge zum Beispiel auf Etsy oder so verkaufst oder auf eBay Kleinanzeigen und dadurch Einnahmen hast, diese Einnahmen aber immer niedriger sind als die Ausgaben, die du hast, auch dann kann das Finanzamt hingehen und im Zweifel stellen, dass du das Ganze machst, um Gewinn zu erzielen. Denn diese Gewinnerzielungsabsicht ist die Voraussetzung, dass du die Kosten ansetzen kannst. Wenn die Kosten immer höher sind, dann kann das Finanzamt sagen, naja, dein persönliches Interesse und dein Hobby steht da eigentlich im Mittelpunkt und die Kosten für dein Hobby, die darfst du steuerlich nicht ansetzen, die musst du bitte privat tragen. In der Regel meldet sich das Finanzamt so nach 3 oder 4 Jahren, nachdem du dich selbstständig gemacht hast, wenn du bis dahin nur Verluste gemacht hast. Dann schicken sie dir einen Brief und unterstellen dir Liebhaberei. Sie unterstellen dir, dass du mit dieser Selbstständigkeit gar keine Gewinne machen willst. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie reagierst du auf diesen Brief? Wie machst du jetzt dem Finanzamt glaubhaft, dass es wirklich eine Selbstständigkeit ist und kein Hobby? Das Schlüsselwort, was du da brauchst, ist die Totalüberschussprognose. In der Totalüberschussprognose rechnest du alle geplanten Einnahmen, das heißt Umsätze, deiner Selbstständigkeit zusammen und ziehst davon alle Ausgaben ab, über die gesamte Lebenszeit deines Unternehmens. Es kann ja durchaus sein, dass du in den ersten Jahren größere Investitionen tätigen musst und es braucht einfach ein paar Jahre, bis deine Selbstständigkeit anläuft und bis die Umsätze kommen. Und wenn du das glaubhaft machen kannst, dass die Verluste am Anfang nur Investitionen sind, um später höhere Gewinne zu machen, dann glaubt dir das Finanzamt auch in der Regel und du kannst die Verluste steuerlich geltend machen. Da gibt es ja durchaus mehrere Strategien. Das kannst du zum Beispiel auf der Einnahmenseite machen, indem du deine Preise erhöhst oder indem du versuchst, neue Kundensegmente zu erreichen und deswegen an einer neuen Webseite arbeitest oder einen neuen Social-Media-Auftritt hast oder all diese Dinge. Oder du fokussierst dich auf die Kostenseite und reduzierst deine Kosten, um so profitabel zu werden. Nicht alles, was in deiner Selbstständigkeit passiert, hat ja nur mit dir zu tun. Manchmal ändert sich auch was im Markt, beispielsweise eine weltweite Pandemie oder andere Naturkatastrophen oder eine Gesetzesänderung, die plötzlich den Markt ändert. Oder aber auch eine technische Innovation, die vielleicht dein Angebot überflüssig macht oder es notwendig macht, dass du es nochmal überarbeitest, bevor es wieder von Kunden angefragt wird. All diese Dinge können ja einen Effekt auf deine Selbstständigkeit haben und können dazu führen, dass du Verluste machst. Und wenn du das glaubhaft vermitteln kannst, dann ist das überhaupt gar kein Problem und dann spielt auch die Liebhaberei für dich keine Rolle. Was außerdem hilft, ist, dass du einen Businessplan hast. Das heißt, wenn du einen professionellen Businessplan hast, wo du deine Geschäftsidee beschreibst, wo du die Kunden analysierst, wo du generell den Markt analysierst, bestimmte Konkurrenten dir angeschaut hast oder eine Kalkulation, so eine Rentabilitätsplanung gemacht hast, wenn du das hast und dem Finanzamt zur Verfügung stellen kannst, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass du deine Selbstständigkeit wirklich professionell angehst und dass auch wirklich deine selbstständige Tätigkeit im Mittelpunkt steht und nicht irgendeine Hobbytätigkeit. Und genau das ist wichtig. Wichtig nämlich für das Finanzamt ist, dass eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Nicht, dass tatsächlich Gewinne gemacht werden. Wenn du deine ganze Selbstständigkeit professionell angehst und ganz klar ist, dass du die Absicht hattest, Gewinne zu erzielen, dann kannst du die Kosten und Verluste steuerlich geltend machen. Vollkommen unabhängig davon, ob du auch tatsächlich Gewinne oder Verluste gemacht hast.
Das ganze Thema Liebhaberei kann nämlich durchaus schmerzhaft und teuer werden. Das Finanzamt darf dir nämlich nicht nur für die Zukunft und fürs laufende Jahr verbieten, Betriebsausgaben und Verluste steuerlich geltend zu machen, sondern auch für die vorherigen Jahre. Und in den Jahren hast du die Verluste ja meist schon steuerlich geltend gemacht. Das führt dann dazu, dass du durchaus eine höhere Steuernachzahlung erwarten kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und hat dir so einen kleinen Überblick über das Thema Liebhaberei gegeben. Wenn du dazu noch Fragen hast und unser Mandant bist, dann melde dich gerne über die Contest-App oder ruf uns einfach an. Wenn du nicht unser Mandant bist, kannst du natürlich unser Mandant werden oder schreib einfach einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du aber selbstständig bist, also freiberuflich oder generell Einzelunternehmer bist und einen Steuerberater brauchst, der dir bei all solchen Fragen hilft, dann schau dir doch mal an, wie wir Selbstständigen, also auch dir, weiterhelfen können. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Oder schau dir unsere Community an. Alle Informationen dazu und wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Steuervideos an, zum Beispiel dieses hier. Immer dann darf das Finanzamt hingehen und sagen, dann darf das Finanzamt hingehen, wo sie auch hingehen wollen, ey.